und herzlich willkommen hier zurück bei Walkthrough PC Games TV zu diesem Let's Play von The Ballad of Gay Tony. Und ich versuche den Typ zu erschießen da. Nein! Ah, nein, 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 fuck, 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 fuck. Ich wollte eigentlich mit einem Anschlussknaller anfangen. Oh, nee, jetzt. Das ist ja wie im James Bond Film. Nein, der rennt mir jetzt nicht weg. Oh nee, jetzt hat der im Masel. Oh, komm schon. Nein. Jetzt aber. Komm. Yo! Headshot. Ja, mit diesem etwas verkackten Anfang herzlich willkommen zu Let's Play. Und der Typ will die Cops rufen. Können wir nicht zulassen. Na, komm schon her. Nein, was ist los mit mir? Und dennoch, die Frau bleibt am Leben. Ja, mit diesem verkackten Anfang herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Ballad of Gay Tony, Part Nummer 15. Und bevor uns hier irgendein Kopf stellt, machen wir die Mission für Maury namens Kibbutz Number One. Hey, Lou! Luis. Yeah, whatever. Come here, give me some love right here. So what'd you want? Tony said you needed a favor. Well, I look like a charity case to you. Can I plead the fifth on that one? Ah, that's funny. You're funny. Yeah, you're fucking funny. Funny for a guy with all those pecs. She got the lats of a little girl, and man, you need calf implants. Look at you. And, you know, I'm guessing just from looking at you, you ain't exactly packing a 10-inch hose, man. Me? I make girls wince. Wince. Just to level with you for a minute, bro. Tony owes you money. Tony's my boss and my friend, so I'll help you out a little. But if you mention my host again, I'll put you in the fucking ground. Jesus Christ, man! You're pent up! Come on, I didn't mean anything by it. I apologize. All right, look, let's rewind, we'll restart, we'll relax. Huh? Come here, page one, give me a hug. Huh? Give me a hug. That's it. Now, where were we? Oh, well, if it isn't my brother the ghost. Maury, what are you doing here, bro? And who's this guy? It's Lou. It's Luis. Right. Well, it's nice to see you too, little brother. Jesus, you look pale. What, somebody die? Unfortunately not, man. What are you doing here, Maury? I am thinking about moving back home. You see, I've been hearing some stories about you getting somewhat above yourself. And I'm worried about you. Well, don't worry about me, man. I'm fine, okay? I'm gonna be just fucking fine. Jesus, who is training you? Man ought to be horsewhipped. Look at you. You're lumpy. Oh. You look awful, like a big pale mess. And you're fat, bro. You're fat. Screw you, Maury, man. You're perfect? Yeah. Chiseled, tan, handsome. I'm the dream ticket. Yeah, Mom always warned me that you were a lazy kid. I bet you've been juicing. Of course I haven't. Ugh. No, no, no. Yeah, I smell it on you. Fear. But I'm back now, baby B. I'm back. Oh. And your life just got fun again. Come on, Lou. Let's roll. Oh, and Fat Boy. You better let your friends know about me, because Kibbutz Number One, yeah, he's back in town, and this time, dun 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 dun, it's Kosher. See ya. Wouldn't wanna be ya, fag. Head on up to Bowhead, will ya?
Ja, ich weiß nicht, ob ich dich nach Bohren fahren kann. Ich hoffe mal. Ja. Nein, auf keinen Fall. Oh nee, das... Ja. Genau wie der das sagt, so, wir besuchen ein paar Geschäftspartner von mir. Das war doch klar. Und wir sind jetzt hier beim Checkpoint und gehen jetzt runter zu den Dogs. Yeah. Let's do this. Wir haben ja alle Zeit der Welt, also gehe ich da gemütlich runter. Und ich stelle mein Mikro wieder kurz aus. Hey, you! What the fuck are you doing here, Maury? Oi, vey, motherfuckers! Dude, we told you, we ain't in business with you no more. You're a rip-off merchant. No more cooperation, my friends. It's hostile takeover time. Hand it over. Fuck you, Maury, you midget prick. You ripped us off for the last time. Let's get these fuckers! Yeah. Schießen wir die Leute hier mal ab. Ist kein Problem für uns. Soweit ich mich erinnere, war die Mission nicht schwer, glaube ich. So, jetzt hier ein Headshot. Oh, fuck.
Ja, ich sehe ihn. Bin dabei. Fuck. Der Typ kann nicht schießen, immerhin. Das ist unser Glück. Jetzt habe ich dich. Oh, der Typ hat noch Glück gehabt. Naja. Wo sind denn da jetzt noch? Wo sind denn da jetzt noch hier Gegner? Da. Ja, ich mach sie ja fertig. Oh fuck. Einer mit einer Pumpgun, aber der kommt nicht weit. Ach, komm her. So. Fuck. Da ist einer direkt vor mir. Idiot, der hätte mich kalt machen können. Begib dich zum Pier. Ja, klar, zum Pier. Begeben wir uns zum Pier. Ich glaube nicht, dass es hier großen Dialog gibt. Oh, geht noch weiter, cool. Coole Sache. Päckchenbomben, geil. Das war es irgendwie nicht so. Warte. Verfolge die Boote und zerstöre sie. Fast. So, ich glaube, ich habe einen Dreh jetzt raus. Jetzt. Ja, genau jetzt, ja. Ja, schnappen wir uns den letzten. Das Klingeln, falls ihr das gerade gehört habt, ich habe mein Mikro kurz abgestellt. Das war die Post. Ja. Die Post ist da, die Post ist da. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass der trifft. Cool. Naja, müssen wir ja auch, weil die Folge bald zu Ende ist. So ein Rassist, ey. Naja, das ist GDA. Wann sind wir denn jetzt endlich bei den Docs, Herrgott? Mensch. Ja, Mensch. Wo ist denn das jetzt? Ich will jetzt keine Doppelfolge draus machen, nur wegen den Docs. Ah ne, da ist es ja. So. Dann ist eh gut. Ja, da ist doch immer nützlich. Oder die Minimap, wie man es nennt. Du sollst nicht gegen die Boje. Na, ist eh auch scheißegal. Naja, das war die Mission mit Maury. Nee. Scheiße, jetzt muss ich für den noch mehr Jobs machen. Naja, Zeit läuft hier.
wir davon und kurz sehen, wie gut wir waren. Naja, okay, ciao Leute.